Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine saftige Setup-Reaction, wo ich auf eure Setups in Discord reagiere, die ihr mir auf meinen Server eingeschickt habt. Serverlink findet ihr in der Videobeschreibung, checkt das gerne aus und ich würde sagen, let's go, fangen wir an mit den ersten Setups. Das erste Setup ist von Mantis. Bilder oder das erste Bild zumindest schon mal sehr, sehr unscharf. Ja, es geht leider so weiter, aber gönnen wir uns auf jeden Fall auch mal ganz kurz. Wir sehen hier sein Bett. Er hat hier, ich glaube, so ein aufklappbares Bett, so ein Couch-Bett, irgendwie sowas, ja. Mit LEDs hier hinten dran, sieht ganz cool aus, kann man machen. Durchgehende Stripes würden natürlich nochmal ein bisschen nicer aussehen. Ich weiß nicht, warum hier so ganz viele Unterbrechungen sind, was das für LEDs sind, die er dahinter geklebt hat. So ein bisschen Dekoration, alles so ein bisschen bunt gemacht, alles hier mit LEDs, auch hier überall, aber nur so Lücken. Ich würde echt gerne mal wissen, was das für LED-Stripes sind oder generell, was das für eine Beleuchtung ist. Sieht trotzdem ganz cool aus. Wir haben hier ein Dual-Monitor-Setup zumindest mit der digitalen Uhr, die ich da oben auch hängen habe. Paulana Spezi darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, im Großen und Ganzen cooles Setup. Ja, cool gemacht, alles schön beleuchtet. Ist halt Kinderzimmer mit einem Setup drauf. Alle cool gemacht, kann man nichts anderes sagen. So, das nächste Setup. Servus Jung schreibt er, das ist mein kleines, aber feines Setup. 10ern, ein Mod hier in Discord zumindest. Und ja, Dual Monitor Setup. Einmal ein Bildschirm hochkant, ein normal. Die PlayStation ist auf jeden Fall angeschlossen. Was haben wir noch? Hier sehen wir Maustastatur. Ist eine Razer Maus, Razer Tastatur. Monitorhalterung am Start. Ja, klein, aber fein, wie er es sagt. Hier unten noch der WLAN-Verstärker. Ganz, ganz wichtig. Damit man natürlich auch in der hintersten Ecke noch Internet hat. Aber hier, 10ern, was hast du da oben angestellt? Also hier war mal wohl ein Regal dran, abgemacht, Farbe, einmal drum gestrichen. Das geht besser, mein Lieber. Der Killer 12345TV hat dieses Bild eingeschickt. Und ich sag dir ganz ehrlich, Killer, du brauchst ein bisschen Ordnung, mein Freund. Also so ein bisschen was ordentlich machen und dann einschicken, kommt immer ein bisschen besser als einfach alles versaut. Hier, keine Ahnung, was hier alles liegt. Irgendein Lüfterdeckel, Zewa, irgendein Papier, Wasserflasche, alles mögliche, aber drei Monitore am Start in der Treppenoptik, ja, also Stufenoptik hier am Start. PC sieht nice aus, steht auf dem Boden, Kabelmanagement, Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Setup und zwar DX Me First. So heißt der. Ich weiß nicht, was heute los ist. Das sind alles ultra unscharfe Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos mit einem Nokia 3310 gemacht habt, aber müssen wohl noch ältere Handys sein, die kameratechnisch nicht so nice sind. Ja, Dual-Monitor-Setup erkennt man halt auch nicht viel. Kann man machen, ist jetzt, ja, ist okay. Sind wir ehrlich, Freunde, ist halt nichts Besonderes. Es sind zwei Monitore, PlayStation 5 hat er wohl am Start, weil der Controller liegt zumindest da. Zumindest hat er was Anständiges zum Zocken, das ist schon mal geil. Und wenn er sich da wohlfühlt, warum nicht? Das Setup ist vom Aratox und hier sieht man zumindest ein Beispiel, wie es trotzdem klein, fein sein kann, aber nichtsdestotrotz clean und sauber, ja. Ich meine, klar, wir haben immer alle mal ein bisschen was hier rumfliegen, auch ich, alles, was ich hier rumfliegen hatte, was ihr jetzt seht, habe ich einfach hier rübergelegt, weil ihr es dann nicht mehr sehen könnt. Aber man hat immer ein bisschen Zeug, klar, für die Fotos kann man es aber natürlich auch ein bisschen schick machen und so. Ich sage euch ganz ehrlich, zwei Monitore, ich weiß nicht, ob es in geworden ist, aber die letzten, ich glaube, 3, 4 Setups, alle hatten einen Hochkantmonitor, ne? Irgendwie zwei Monitore und einer davon Hochkant. PC sieht auf jeden Fall nice aus, sieht schick aus, hat hier eine, ich glaube, was ist das, 60% Tastatur mit einer Logitech G903, so wie das aussieht, vielleicht aber auch eine andere, erkenne ich jetzt nicht so gut. Zwei Monitore, wie gesagt, bisschen Deko, sieht schlicht aus, sieht clean aus, gefällt mir. Zani Creation hat auch was eingeschickt, sieht aus wie ein kleiner Gaming-Keller mit Fußboden an der Decke, so wie das hier ausschaut. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, ich habe noch nie so eine Decke gesehen. Ich habe schon eine Holzdecke gesehen, aber das sieht aus wie einen Laminatboden, einen Parkettboden an der Decke, ja, ist jetzt nicht so ganz meins, aber Setup sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Hier ein Elgato Wave hat er am Start, Wave XLR. Dann hier, oh, ist hier Tablet zum Zeichnen und so weiter. Ein Stream Deck am Start, Tastatur hier links. Zwei Monitore da hinten, keine Ahnung, was das sein soll, ob das einfach was für die Akustik ist. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, was dahinter ist. Weiß ich nicht, hat er was dazu geschrieben? Nee, hat er nicht dazu geschrieben, aber im Großen und Ganzen, ja, kleines, aber feins. Hier so eine Trennwand. Ich denke, das ist alles so Akustik. Zeug. Auch die Trennwand könnte irgendwas mit Akustik zu tun haben. Oh, der PC, ein Alienware-PC. Ganz, ganz gefährlich, finde ich immer, Freunde. Das sieht aus wie so ein Fertig-PC von irgendeinem Elektrofachhandel, sei es Mediamarkt, Saturn. Und ich kann euch nur sagen,
Freunde, lasst die Finger davon. Kauft die Dinger lieber online irgendwo fertig von Seiten, die man so kennt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ne, so vielleicht von meinem Partner brauche ich jetzt auch keine Namen nennen. Aber da kriegt ihr wirklich viel, viel besseres Zeug für weniger Geld. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich schon mal so in einem Elektroladen war, Elektrofachhandel und mir die PCs angesehen habe, die sind meistens wirklich viel zu teuer. Dann seht ihr es hier, das Ding ist komplett zu. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier auch an der Seite das Ding komplett zu. Ja, LED-technisch sieht vielleicht cool aus. Kann ich aber nicht empfehlen. Wie gesagt, steckt euer Geld lieber woanders rein. Also auf anderen Seiten, Online-Seiten, kriegt ihr viel besseres Zeug für weniger Geld. Jetzt kommen wir zu etwas Interessantem. Und zwar, The Chris Gamer hat das Ganze eingeschickt. 3 Monitore, PC, sieht alles auf den ersten Blick wirklich ultra, ultra nice aus. Kann man nicht sagen, erster Eindruck top. Das Einzige, was mir sofort ins Auge springt, sind natürlich wieder die LEDs hier oben, die man direkt sieht. Tut mir den Gefallen, Freunde. Wenn ihr hier so Plastikleisten für verwendet, nimmt doch welche, so ein L-Profil oder so, wo ein bisschen weiter runter geht, damit man die besser verdecken kann. Oder irgendwas mit Milchglas, wobei Milchglas ist auch immer so eine Sache. Auch dort schimmern meistens, es kann sogar sein, dass er hier so ein Milchglasprofil hat, auch dort schimmern meistens die LEDs durch. Deswegen am besten wirklich so ein Profil nehmen, was ein bisschen länger ist, die LEDs reinkleben, so dass man die Dinger nicht auf den ersten Blick sieht. Ansonsten 3D-Paneele, da habe ich euch ja beim letzten Mal schon gesagt, die 3D-Paneele, das ist für mich so, ja, damals wie der Trend auf TikTok. Und zwar mit der Wolkendecke, na, ist jetzt mittlerweile, sind das die 3D-Paneele, kann man nicht anders sagen. So, ansonsten Maustastatur hier von Rocket, eine Mauspad, auch die Maus. Tastatur sagt mir gar nichts, aber hier ist schon mal das Stream Deck Plus, was auch ganz cool ist meiner Meinung nach. Dann hier so ein bisschen Gesamtfeeling. Ach, guck mal hier oben, Freunde. Also das hat er hundertprozentig aus einer meiner Videos. Ich habe nämlich 1:1 dieselben LED-Leisten für die Decke oder für die Wand, besser gesagt, um die Decke zu beleuchten. Das ist top. Also genau so macht man es richtig. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat er sich gut entschieden. Hier noch so eine Stehlampe am Start von Guvi wahrscheinlich. Oder eine andere Marke, gibt es ja einige. Noch ein ausklappbarer, ja, so eine Couch, so ein Couchbett anscheinend, wo er schläft. Ja, Setup sieht cool aus, gefällt mir. PC, oh, mit vertikaler Grafikkarte, auch cool. Alles in einer Farbe ist nicht so ganz meins. Ich finde es immer geil, wenn man 2 Farben mixt, aber kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Richtig cooles Setup, gefällt mir. The Chris Gamer. Sehr gut. Noch eine kleine Anmerkung. Stim HD schreibt hier noch dazu. Setup fühle ich, aber bitte neue Gardinen. Ansonsten alles babamäßig. Und ja, da muss ich ihm recht geben. Neue Gardinen könnte das Zimmer echt vertragen. Vielleicht ein bisschen was Schlichteres und nicht so ganz, weiß ich nicht. Hat wahrscheinlich Mutti oder so ausgesucht. Critical X2 hat auch sein Setup eingeschickt. Eine kleine, aber feine wieder. Sehr feine Ecke. Richtig cool gemacht. Auch wieder, ich check's nicht, was ist heute los? Ist heute Tag der Hochkantmonitore oder was ist hier? Also wirklich schon wieder noch ein Setup mit 2 Monitoren und wieder einer Hochkant. Also keine Ahnung, ob das der neue Trend ist, aber es sieht stabil aus. Also es sieht schon ganz geil aus. Ich finde es natürlich immer geiler, wenn man dann irgendwie noch einen rechts hat, wobei das auch wieder so ein bisschen komisch aussehen kann. Aber hier, guck mal, hier mit den Regalen und mit dem ganzen Zeug, mit dem ganzen, ja, mit der ganzen Dekoration, auch hier oben eine schöne, so eine schöne Waffe mit Scope. Ich weiß gar nicht, was für eine Waffe das genau ist, kenne ich mich nicht so gut aus, aber kommt mir bekannt vor. Aber ich spiele nur COD und da heißen die ganzen Waffen sowieso anders. Dementsprechend, keine Ahnung. Hier nochmal eine schöne Sammlung mit Oldschool-Konsolen. Hier Gameboys und so weiter, auch richtig, richtig nice. Kann man machen. Oh, und hier unten Pixel Ports. Ich glaube, die sind sogar ziemlich selten mittlerweile, die 2 hier unten. Von, ja, Mario und Luigi. Einmal. Noch eine Spielesammlung, also so ein bisschen dekorativ. Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Kann man machen. Hier der PC, schön clean. Sieht cool aus, gefällt mir. Nächstes Setup, Wandwüste hat eingeschickt und zwar Maustastatur sehen wir hier. Ich kann diese ganzen 60%, das ist eine Corsair-Tastatur. Okay, das erkennt man. Aber diese ganzen 60% Tastaturen, die sehen alle so ähnlich aus. Keine Ahnung, kann man kaum noch auseinanderhalten. Das ist natürlich eine Logitech G502. Sehr, sehr nice. Und ansonsten Triple Monitor Setup, alles auf Monitorfüßen. Kann ich nur empfehlen, falls man die Füße abnehmen kann, hol dir noch eine Monitorhalterung, baller die alle drauf. Sieht so aus, als wären die zumindest alle gleich groß und vielleicht sogar dieselbe Marke. Weiß ich nicht, ob man das sieht. Das ist alles Samsung. Doch, also kann man machen. Ansonsten ein bisschen Kabelmanagement. Ja gut, vielleicht wirkt es jetzt auch gerade nur so wegen dem Headset. Ja, im Großen und Ganzen sieht es echt cool aus. Bisschen sehr, sehr schlicht. Hier hinten hat er noch was hingemacht. Vielleicht ist er auch noch nicht fertig. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist er noch dabei, ein bisschen was zu machen, weil die Dinger kann man ja auch bestücken. Ne? Da hängt aktuell nichts drauf. Luis ZHX. Auf den ersten Blick sieht es auch fresh aus, aber hier wieder derselbe Fehler, Freunde. Ihr wisst das schon, ihr könnt es schon erahnen. Ich brauche gar nicht viel sagen. Wieder
Das mit den LED-Stripes, Freunde. Klebt es nicht so hin. Das ist ein geschriebenes Gesetz. Ich als professioneller Gaming-Raumgestalter, Designer und Ingenieur kann euch nur sagen, das ist ein geschriebenes Gesetz. Das ist ein No-Go. Das macht man nicht. Es muss leuchten, ja. Es muss alles leuchten. Ja, bin ich voll bei euch. Ihr seht's, bei mir leuchtet auch alles. Aber es darf nicht zu sehen sein. Regel Nummer 1, LED-Stripe-Gesetzbuch. Und dann steht ganz oben Paragraph 1, LED-Strafgesetzbuch. Wenn ihr eben die LEDs so einbindet, dass man sie sieht, gibt es bis zu 4 Jahre Haft dafür, ja? Also ich kann mich nur wiederholen, macht es nicht. Kabelmanagement mit der Kabelwanne hat er gut gelöst, habe ich früher auch so gehabt. Kriegst du bei IKEA, also geht eigentlich gar nicht besser. Klemmst du alles rein und schön ist. Dann hat er hier nochmal einen Monitor an der Seite, auch ganz cool, einfach so random da dran. Vielleicht auch so zum Fernseher schauen, keine Ahnung. 3 Monitore, PC, PlayStation 4, Soundbar. Also sieht schon sick aus, bis auf das hier. Das stört mich. Alles andere sieht super aus, sieht clean aus. Man sieht, ja, guck mal hier, wenn man natürlich einen kleinen Fernseher hat, ne, so einen kleinen Monitor, dann muss man natürlich auch nah dran sitzen, dass man auch was sieht. Hat er gut gelöst. Und dahinter wahrscheinlich sein Setup. Nein, platztechnisch wahrscheinlich nicht anders möglich gewesen. Aber das ist schon crazy. Also das hier ist schon crazy. Aber wenn es platztechnisch nicht anders möglich ist, dann versucht man sich natürlich anderweitig zu helfen. NSTV58 hat sein Setup auch reingeschickt. Ein langjähriger Zuschauer, ich glaube locker schon 5 Jahre am Start. Und hat hier auch eine kleine, schlichte Ecke. Diesmal 2 Monitore und keiner davon hoch kann. Und er hat hier sogar noch einen PC mit einem Holzcover vorne. Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Noch ein zusätzliches Monitor. Den hatte der sogar auf Empfehlung mal von mir gekauft. Das weiß ich auch noch. Hat er mir geschrieben gehabt, dass er quasi, ja, weil er nicht so viel Platz hat, ist es eine gute Lösung, wenn man sich so einen Portable-Monitor kauft. Dann hat man den dritten Monitor. Und hier, der Mo, der wird sich gerade einmal mein Video gegönnt. Hier und einmal das Video von Mo. Parallel. Also das hat er auch, das hat das NS. Also jetzt muss ich mal ehrlich sagen, Schleim brauchst du aber nicht, weil 2 Videos gleichzeitig schauen, das funktioniert menschlich gesehen gar nicht, ja. Aber sehr schön, Support ist kein Mord. Dementsprechend Mo natürlich hier auch am Start. PlayZ, Xbox, guck mal, der Typ hat alles, Nintendo Switch, alles am Start hier. Bei NS läuft geldtechnisch kein Problem. Alles das Beste hier. Beyer Dynamics Headset. Dann natürlich Go XLR. Das Feinste vom Feinsten. Alles am Start. Alles gekauft. Geld spielt, wie gesagt, keine Rolle. Big Tasty. Hier mein Gaming-Setup, schreibt er. Ganz schlicht und easy. PC sieht nice aus. Ohne RGB-Beleuchtung. Dann einmal hier das. Oh, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also auf den ersten Blick ist sehr dunkel geschossen, das Bild. Aber hier schön großer Monitor. Auch mal was Gewagtes. Aber es sieht cool aus. Auch wenn die Ecken quasi der anderen Monitore so weggehen und der so drüber geht, sieht cool aus. Kann ich nichts zu sagen. Toxic VB LFW. Also ich sehe es jetzt schon. Junge, was ist denn das? Also das mit den Skateboards. Kommt das? Guck mal, das ist die einzige LED-Beleuchtung und das kommt so fett. Das kommt ultra krass. Hä? Warum sieht das so nice aus? Weil schreibt es in die Kommentare. Das sieht doch wirklich ultra, ultra nice aus. Nur die Räder, die beleuchtet sind. Gut, hier hinten ist auch noch ein bisschen was. Aber das sieht das, also als Deko, sieht das richtig krass aus. Setup ist okay. Ja, 3 verschiedene Monitore, auch wieder 1 hochkant. 3 verschiedene, alle unterschiedlich groß. Ist okay, wenn man keine Kohle für gleichmäßige Monitore ausgeben will, dann kann man es natürlich machen, mit dem arbeiten, was man hat. Aber ist jetzt, ja, ich sag jetzt mal durchschnittlich. Hadouken 92 hat auch ein paar Bilder reingeschickt. Und auch hier wieder indirekte Beleuchtung, die mir wieder ein bisschen, ja, man, es fällt zumindest auf den Fotos gerade nicht auf. Hat er gut, oh, das hat was, ne? Es ist verdammt dunkel. Man erkennt so gut wie gar nichts. Aber das Foto sieht wirklich, wirklich so, also dieses, die Gesamtoptik, sein Setup, so nur das hier, habe ich jetzt im ersten Moment nicht zu 100% gefühlt, weil, weiß nicht, irgendwie so asymmetrisch alles. Aber das hier wirkt wieder sehr, sehr geil. So Fantasy-Fan, keine Ahnung, Final Fantasy wahrscheinlich hier. So ein bisschen Fantasy-Fan, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Dunkel, düster, dennoch geile Farben mit drin. Kann man machen, gefällt mir nicht schlecht. Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier mal einen Punkt, sonst wird das Video zu lang. Aber nur für euch zur Info, ich mache beim nächsten Mal genau da weiter, wo ich jetzt aufgehört habe. Und vielleicht mache ich sogar nächste Woche Sonntag schon die nächste Folge. Und je nachdem, wie viele Setups hier reinflattern, werde ich das vielleicht wirklich jeden Sonntag einfach bringen. Umso schneller ihr eure Setups reinschickt, umso eher kommt ihr auch dran. Wie gesagt, ich gehe einfach nach Reihenfolge runter. Habt also Geduld.
Ihr werdet alle irgendwann drankommen. In dem Sinne, Freunde, falls das Video euch gefallen hat, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da, damit ich sehen kann, ob euch das auch wirklich gefällt, ob ihr das sehen wollt. Und schreibt was in die Kommentare. Ein bisschen Feedback dazu wäre geil. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder mit einem weiteren Video. Bis dahin, euer Ratun. Peace!